Ist man auf der Bundesstraße 192 Richtung Sternberger Seenland unterwegs, fällt auf der linken Seite in der Ortschaft Reinsdorf ein alter Dreiseitenhof sofort ins Auge. Dabei handelt es sich um den Bauernhof von Björn und Deborah Sauer. Ein Ausflug hierher lohnt sich allemal, gibt es doch neben dem Hofladen mit leckeren, regionalen und selbstgemachten Köstlichkeiten eine Menge zu entdecken und zu lernen. Björn Sauer lebt schon seit seiner frühesten Kindheit hier. Meine Eltern haben diesen Hof hier 2003 gekauft. Wir haben vorher im Randgebiet von Berlin gewohnt. Und mein Vater und meine Mutter kommen aus Mecklenburg und beziehungsweise Brandenburg und wollten immer wieder aufs Land zurück. Und irgendwann kam ihnen diese Immobilie hier über den Weg und da haben sie gesagt, ja, das kaufen wir. Es war Land dazu. Dann war die Frage, was machen wir mit dem Land? Dann haben wir damals, oder meine Eltern haben damals zwei Rinder gekauft. Und so ist das Stück für Stück, Jahr für Jahr gewachsen. Heute gibt es auf dem Hof 140 Rinder, 300 Hühner, 5 Schweine, 300 Gänse und 1200 Enten. Nicht zu vergessen Hofhündin Bella und die drei Katzen. Für Björn und seine Frau Deborah bedeutet das eine Menge zu tun. Der Hof umfasst 2,5 Hektar plus 5 Hektar Koppelfläche. Dazu kommt die Landwirtschaft mit 120 Hektar Land. Langeweile kommt hier also definitiv nie auf. Morgens treibt Björn Sauer der erste Blick in den Kuhstall. Denn wenn dort alles gut ist, kann der Tag beginnen. Die Tiere müssen gefüttert werden und dann sind die Arbeiten dran, die weiter so anstehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Wochentag oder ein Wochenende ist. Denn eine Landwirtschaft bedeutet eine 7-Tage-Woche und zwar das ganze Jahr hindurch. Im Sommer ist es die Ernte, ist es die Pflege der Ackerkulturen, die wir anbauen. An manchen Tagen steht Wurstmachen an, steht Schlachten an. Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist jeden Tag was anderes. Der Hofladen ist die Domäne von Deborah Sauer. Hier schaltet und waltet sie. Immer mit einem Lächeln im Gesicht und immer mit einem offenen Ohr für die Kunden. Viele kommen schon seit Jahren hierher. Sie schätzen die Qualität der Produkte und die Offenheit von Björn und Deborah Sauer. Deborah Sauer ist wegen der Liebe zu Björn von Baden-Württemberg nach Mecklenburg gekommen. Landwirtschaft ist für sie kein Neuland, lediglich die Dimensionen sind hier etwas größere. Aber ein anderes Leben als dieses kann sie sich gar nicht mehr vorstellen. Vor allem, weil der Hof ihrer Meinung nach etwas ganz Besonderes ist. Es ist erstmal ein historischer Dreiseitenhof, der ist komplett denkmalgeschützt. Und so gut erhalten gibt es das relativ wenig hier in Mecklenburg. Dann macht es, glaube ich, was Besonderes, dass wir fast alles, was wir im Hofladen verkaufen, selber produzieren. Dass wir darauf achten, dass wir so wenig wie möglich irgendwie zukaufen müssen, also auch bei der Produktion. Die Kunden kommen vor allem gern, um Wurst- oder Fleischwaren hier zu kaufen. Denn für viele Menschen spielt die Nachhaltigkeit und Nachvollziehbarkeit eine immer entscheidendere Rolle. Alles, was vor allen Dingen Wurst und Fleisch betrifft, halten wir entweder selber die Tiere und verarbeiten es auch ausschließlich hier bei uns auf dem Hof. Ansonsten liegt unser Hauptaugenmerk auf Angusfleisch, was wir versuchen in einer sehr hohen Qualität anzubieten und auch, denke ich mal, sehr gut schaffen. Durch die Weideschlachtberechtigung, die wir haben, durch komplette Nachvollziehbarkeit, wo das Tier herkommt. Der Stall für die Rinder wurde im letzten Jahr neu gebaut. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Baukastenmodell. Für Björn Sauer ist das bestmögliche Tierwohl entscheidend. Es ist alles so gebaut worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und auch die komplette Inneneinrichtung wurde nach unseren Wünschen gebaut. Also dort ist nichts von der Stange. Und wir würden es auch jetzt schaffen, mit der Tieranzahl, die wir in dem Stall haben, jede Ökonorm zu erfüllen. Das heißt, dass wir unseren Tieren den bestmöglichen Platzangebot bieten oder auch das bestmögliche Tierwohl bieten können, was gefordert wird. Die Mutterkühe kommen bei uns mindestens 6 Monate auf die Weide. Unsere Kälber bleiben mindestens 8 Monate bei der Mutter, bis sie getrennt werden. Das ist auch länger als in den meisten Betrieben.
Ein Besuch lohnt der Storchenhof bzw. der Hofladen Reinsdorf in jedem Fall. Immer in der Zeit von 9 bis 18 Uhr sind entweder Björn oder Deborah Sauer hier anzutreffen. Und egal ob Wurst oder frische Eier, mit leeren Händen gehen hier die wenigsten wieder raus.